herzlich willkommen zu einer Lektion Java für Tusiam General. Wir sind heute im dritten Teil über den Sorting-Algorithmus, mit dem wir dann gleich ja, zählen, tun, wenn wir das können, andere Sachen drehen. Ja, das ist ein klassischer Beispiel, den wir schon oft gebracht haben, über eine Bibliothek von Bischof. Zwei Knappe schon mal beigefügt, ich denke, für das Löschen von der Seitenzwelle zu sortieren, sind wir im Zwellen, aber den Inhalt von der Löschung sind aber Bischof, nicht Objekt, nicht einfach Zwellen. Das ist ein klein. An eine Sortierung nur einem String, alphanumerisch, das muss noch gucken, wie das möchte. Muss zwar klappen, aber einkehr, als eine Tasche einkehren, das kannst du gucken. Wir hatten schon den Algorithmus vom ersten Beispiel, vom Solver, und der letzte Kehr schon kopiert, zweimal. Just heute die Variable schon auf IL Books, mit nur von der Richtschale, ja, geändert. Aber wie wir merken, sind häufig Fehler. Muss bald, weil wir hatten das mit Zwölen, also sind wir mit Bischof angegangen. Ja. Prinzipiell, die Regel ist, den Algorithmus ändert nicht. Wir machen noch immer für alle Ks, für alle Elemente von der Löscht, wir sichern den Minimum per rapport zu irgendeinem Wert, meistens aus dem irgendein Feld von unserem Modell, in diesem Fall von der Bischof. Ah ja, hat gesagt, hey, am Platz Buch, ne? Voilà, das ist Bischof. Buch, brauchen wir verloren, das eigentlich fällt. Voilà. Weil fehlt noch ein Stück. Weil heißt ich mal noch immer das Minimum. Okay, mit dem Minimum ist ein Zuhl. Das ist das Buch. Da muss ich ihm sagen, was für Feld will ich. Seitenzuhl, ne? Zum Beispiel Seitenzuhl. Ich kann doch den Preis wählen. Das ist ein Double. Gibt nicht zum Prinzip anderen. Ja. Just mehr hat ein HOB mal Double. Außer, das ist ein kleiner Fall, der Double kann null sein bei uns. An unserem Beispiel, der kann null sein. Okay. Da muss man entscheiden, was das ist null. Was machen wir da? Dafür uns ist das momentan hier was kompliziert, sonst unnötig. Voilà. Selber muss man das Minimum sichern. Ja, komm, wir haben kein Objekt, wir wollen ein 12. Komm, der Feld. Wollen wir. Auf. Das ist. Wenn der Tun 12 von den Seiten von dem Objekt mehr klein wie das Minimum ist, was das tun, dann mein neues Minimum. Ja, also nicht. Das ist überall systematisch einfach nur, wo get steht, the get number pages dabei setzen. Ball. Das ist halt beim Swap. Was wollen wir swappen? Nicht Seiten 12. Die wollen wir ja nicht swappen. Stimmt. Was wollen wir swappen? Den Inhalt von der Löscht. Das ist Buchlos swappen. Ganz genau. Wir müssen Bücher swappen. Das ist halt nicht mehr in stehen, mit Buch. Ui, ja. Weil wir holen das Buch an der temporären, wir setzen der Buch, der an der minimalen Position steht, da dran. Und dann machen wir da rum. Und da, da, oh, das ist eleganter. Und dann haben wir das gelesen. Test 4. Ja. Wir haben auch immer 12 für das Minimum zu sichern. Wir sortieren einfach Bücher. Nur einem gewissen Kriterium. Cool. Okay. Aber der Swap geschieht nur der Bücher. Tja. Das, wenn man den Algorithmus verstanden hat, da kann man den ganz einfach adaptieren. Clevere Code reused dort, ja. Ganz genau. Es muss ihn zwar ein bisschen denken, was den Zwölen, wie das geht. Naja, nicht das Buch statt Int, ja, das war clever. Das ist einfach. Hallo, das Prinzip hallo beim Titel. Ich will nicht mit Zwölen sortieren, ich will mit Texten sortieren. Wir hatten schon geguckt, beim Find, das ist ein bisschen kompliziert, immer mit den Texten wie mit definitiv, ja. Zwölen. Das ist der Minimum, ist dann nicht ein Zwölen, sondern in dem Fall ist es ein String. Ja. Zellwürst, hier haben wir ein Buch als Resultat von GetI. Nein, ich muss ein bestimmtes Feld sichern. Gut. An dem Fall den Titel. Ups, Titel. Den kompletten Titel, okay. Den speichern wir dann als Minimum. Ein Text kann ich sortieren, nicht vergessen. Ein Text kann ich wie in einem Diktionär sortieren. Ja. Ich nenne das eine alphanumerische Sortierung oder alphabetisch. Wir können noch ein 12 sortieren. Das geht auch. Okay, das habe ich das Prinzip appliziert zu schei. Das ist get title. Mir ist noch immer Fehler. Für wert, wir hatten das doch schon beim Find gesehen, wir können nicht einfach Texte so vergleichen. Nee. Das geht nicht. Da gibt es eine spezielle Methode. Compare to. Compare to. Den hat man in einem Video schon gesehen. Ja. Abgepasst, da kriegen wir ein negatives Resultat, 0 oder positiv. Ja, genau. Für zu sagen, wen als mir klein. Das wir wollen, wenn den heuten, wenn diesen Titel mehr klein wie der Mine ist, dann schreiben wir das mit mehr klein wie 0. Das kann die meiste Compare-Tour funktionieren. Also.
das wie wenn ich den Kompertum mit dem mit Klangzeichen ersetze. Okay. Titel mit Klang wie Min, was geschieht, aber dann machen wir Min, räumt der Titel. Wie viel drunter sind wir die Feld, die wir gebrauchen? Hm. Der Swap, bei denen ist total ja. identisch. Ich swappe den Inhalt von der Liste, das ist der Buch. Mhm. Das ist dann nur dann ganz sehr als Algorithmus umgebaut. Und das funktioniert wie alle Typen von Objekten. Cool. Alle Felder. Aufgepasst, wenn ein von denen Raum 0 ist oder kein Sinn, da geht das ein bisschen mehr tricky. Da kann ich nicht einfach hingehen und das dort komparieren. Da muss man denken, bei dem if aufhängen. Dann. Ganz genau. Da muss ich einfach drunter ein if machen und decidieren, dass das dann Angabe basiert, was meine ich, wenn der 0 ist. Ist das dann 0? Ist das minus unendlich? Ist das negativ als Wert zu betrachten? Ja. Dass das alle Projekte ist dann ernst und das muss dann definiert gehen. Okay. Okay, probieren wir mal. Wir haben irgendwo einen kleinen Fehler. Oder? Nein. Ja. Kompiliert. Voilà. Wir hatten schon ein bisschen daran gemerkt. Der Sort by Pages, gesehen wir. Den heute noch ist mir groß, den ist auch groß, da müssen nur klappen. Den zinkt den John Doe. 10, ja, okay. 50, 100, 150, 550. Ui. Und am Schluss Sort by Title, man. Da müssen nur Titel kommen. Aufgepasst. Zwölle kommen vier in den Buchstaben. Voilà. Aber das sind alphanumerische Zwölle. Hm? Wir wollen zum Beispiel den heutigen, dann sortieren wir den. Voilà. B-O-T-T-T-H-E als 4 und T-H-I. Logisch. Ja. Ich will just nehmen, ob es halt mir können. Jetzt sollen wir holen heute den Judo. Ich meine, hier haben wir 12. 333. Modify Book. Er hat Ziffer für Charakter für Charakter, ja. Guck mhm. mal, war beim Sort theoretisch 333, das Mikrofon wie 2008. Mhm. Sort by Title, oh, die bleibt. Ja. Sort Pages. Ja, weil ein Zeche für Zeche guckt, ja. Guckt, wie ich 2, 2 aus Mikrofon wie 3, ja, da bleibt dann 4. Logisch. Mhm. Das sind wir als Ramachen eigentlich, da sind das noch. Ich meine, wenn die Minute Fehler, wenn die Minute drückt, man steht für das Buch falsch. Ne? Ja, die meisten Leute machen das falsch, weil die denken nicht drin. Ja. Das, wir sind an einer alphanumerischen Reihenfolge, nicht an einer numerischen Reihenfolge. Oh, in dem Film das beizubringen. Das ist nicht evident. Das wäre nicht evident, ja. Sort by Pages, mhm. da sehen wir, hier sind nur die Seite. Cool. Voilà. Na ja. Hier sind dann neue Algorithmen, eigentlich, ja. Ups. Das war ja schnell. Ne? Das eigentliche Problem war die Video für drin. Ne? Den hast du auch schwerst. Ja. Und hier ist eine Adaptation. Okay. Ja, das ist mehr. Merci für den Neulaustern. Und dann ist es bis zum nächsten Mal.